Hallo Leute und willkommen zu meinem kurzen Testfazit zu den Huawei REVs, den Robotic Enhanced Vehicles, also den beiden Kampfhähnen sozusagen, die man sich hier zulegen kann und die dann gegeneinander kämpfen. Kurz nochmal erklärt, wie das hier funktioniert. Ihr bekommt ein Set mit zwei ferngesteuerten Autos, die werden gesteuert über eine App hier mit dem Smartphone, iOS und Android, und dann könnt ihr hier gegeneinander kämpfen, euch abschießen oder auch einen Modus spielen, einen Kampagnenmodus. Also man kann hier zu zweit oder auch alleine mit den Teilen spielen, und das ist schon mal cool, denn dann wird ein Auto von euch gesteuert und eins wird von der KI gesteuert. Und ja, jetzt, wie hat das Ganze für mich funktioniert? Also eigentlich echt gut, und ich kann sagen, die Dinger hier machen wirklich Spaß, wobei sie auch so ihre Mankos haben. Erstmal zur App. Die lädt man sicher kostenlos herunter, und dann muss man erstmal hier ein Fahrzeug einschalten, welches dann hier mit der App verbunden wird automatisch, und das funktioniert, wie ihr gerade gesehen habt, auch sehr, sehr schnell und zuverlässig, und dann kann man auch hier direkt das Ganze steuern. Gesteuert wird hier über so ein Touchpad. Da könnt ihr es sehen, vor, zurück, rechts und links. Man kann auch die Steuerung umswitchen, dass man hier eine Zweihandsteuerung hat, also einmal vor und zurück und einmal rechts und links. Das kann man also frei einstellen. Außerdem gibt es hier den Feuerbutton. Damit wird dann geschossen. Und geschossen wird hier scharf, und zwar mit Licht. Wir haben hier vorne die Sensorik drauf. Einmal, ich weiß nicht genau, was hier was ist. Auf jeden Fall haben wir hier eine Beacon-Sensorik drin. Die erkennt einmal vorne an der Seite, hinten und auf der anderen Seite nochmal den Gegner und auch Hindernisse, und auch damit wird dann geschossen und gleichzeitig registriert, wenn ihr getroffen werdet von eurem Gegner. So, also Nummer 1 ist aktiviert. Jetzt will ich hier natürlich nicht alleine spielen, gehe auf das Plus, und dann wird nach einem zweiten Fahrzeug gescannt, und manchmal gibt es hier ein paar Probleme. Also jetzt hat es einwandfrei funktioniert, ich habe es eingeschaltet, und ihr seht, das zweite Fahrzeug wird direkt erkannt. Ich tippe drauf, kann mir jetzt hier einen Gegner auswählen, je nachdem wie schwer ich das Ganze haben möchte, gibt es hier verschiedene Gegnerklassen. Dann einfach hier einmal bestätigen, und dann habt ihr den Gegner ausgewählt, und dann kann es auch schon losgehen. Ihr habt dann den Arena-Modus, da kämpft ihr einfach so gegeneinander, oder eben den Kampagnen-Modus. Da wird dann ein Gegner nach dem anderen immer etwas schwerer, und man kann bessere Waffen, Schilde und all so ein Zeugs bekommen. Im Prinzip wie in so einem Videospiel auch. So, aber wenn ich jetzt sagen würde, es soll losgehen, gehe ich noch hier unten einmal auf das Häkchen, und ihr seht, 3, 2, 1... Und der Roboter, der fängt hier direkt an zu fahren, oder der würde gerne fahren, wenn er denn nur dürfte. Und dann geht es hier direkt ab. Und, na, Moment, ich schalte ihn doch mal lieber wieder aus. Also ihr seht, der legt dann direkt los. Und was ich hier ganz erstaunlich fand, ist, wie gut sich die Autos gegeneinander finden. Also die fahren sich ja hinterher, die merken, wer sich wo im Raum bewegt, und hetzen sich dann hinterher, beziehungsweise die KI hetzt dann euch hinterher und ihr hoffentlich auch der KI. Und dann wird da geschossen, und in der App seht ihr dann auch eure Statusanzeige, also wie viel Leben ihr noch habt. Genau das gleiche seht ihr beim Gegner, wenn ihr den trefft, wie dann der Lebensbalken bei ihm runtergeht. Also im Prinzip ist das ja wie so ein Videospiel, das ihr bei euch im Wohnzimmer spielen könnt. Und die gehen auch nicht zimperlich vor, die Teile. Also die knallen ordentlich mal frontal ineinander rein oder auch mal gegen die Möbel oder sowas. Aber ja, die sind sehr, sehr stabil gebaut. Ich habe da gerade mal so ein paar kleine Macken hier drin im Plastik. Aber das ist gar nicht schlimm. Dafür ist das ja da. Von daher alles im grünen Bereich. Sehr solide gebaut. Ich denke, hiermit kann man lange, lange Spaß haben. Das Einzige, was hier etwas schwierig ist, ist die Steuerung. Das Schwierigste ist, zumindest wenn man, wie ich hier meistens, die Einhandsteuerung hat. Also ihr bewegt hier vor und zurück, rechts und links, alles nur mit einer Hand. Da ist das echt schwierig, manchmal einfach nur geradeaus zu fahren. Also geradeaus fahren ist schwierig, vor allem weil auch nur die hinteren Räder hier angetrieben werden. Die vorderen, die haben gar keinen Antrieb, das sind einfach nur Rollen, die dann mitrollen. Und dadurch schlenkert das auch immer sehr leicht von rechts nach links, und man dreht sich da gerne mal schnell einfach nur hin und her im Kreis. Gerade wenn es hektisch wird und der Gegner euch verfolgt. Also geradeaus fahren, die Steuerung, die ist etwas schwierig, man muss sich reinfinden. Wenn
man das aber geschafft hat, dann macht das echt Spaß. Und ihr könnt sehen, auch der Kater hat da echt Spaß gehabt, den beiden hier zuzuschauen, wie die sich da bekämpft haben auf dem Boden. Also da hat er ganz interessiert zugeschaut. Und ich denke, man kann ja durchaus länger Spaß haben oder auch Kinder können hier durchaus länger Spaß haben. Das wird bestimmt nicht nach einer Woche schon irgendwo in der Ecke liegen, weil hier wird noch abgegradet und dadurch, dass hier die KI wirklich gut funktioniert, macht das auch Spaß, sich gegeneinander zu bekriegen. Was jetzt die Verbindung betrifft, geht natürlich über Bluetooth mit dem Smartphone. Die habe ich als sehr stabil empfunden. Wenn hier einmal gekoppelt war, hatte ich keine Abbrüche. Auch die Steuerung hat sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Einzig und allein beim Erstkoppeln, wenn ich hier den Gegner immer hinzufügen wollte, da hat er manchmal Probleme gehabt, den zu erkennen. Dann musste ich das Auto nochmal an- und ausschalten, bis er es dann erkannt hat. Das war so das einzigste Manko dahingehend. Ansonsten hat das alles sehr gut funktioniert hier mit der App. Und ich zeige euch nochmal kurz hier den Kampagnenmodus. Wenn ich jetzt hier mal starten wollte, kann ich hier einmal auswählen die Arena oder einmal den Einsatz, Kampagne. Dafür muss ich noch mal kurz hier das Auto registrieren. So, und dann haben wir hier die verschiedenen Level, kann man quasi sagen, der Kampagne. Ich bin noch in dem ersten Level drin, weil ich meistens Arena gespielt habe. Kann die dann auswählen, dann seht ihr hier die verschiedenen Stages, die man durchgeht. Geht dann einmal hier auf das Plus, dann sieht man den aktuellen Gegner, der zu bekämpfen ist. Dann wird der eingeschaltet und weiterrennen und ja, los geht's. Und die beiden flitzen dann wieder quer durch die Wohnung durch. Also Leute, im Prinzip kann ich die Teile schon empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht, hier mit rumzuspielen. Steuerung, wie gesagt, etwas schwierig. Da muss man sich ein bisschen reinfinden. Mit dem Zweihandmodus geht das leichter mit dem Geradeausfahren. Allerdings bräuchte man dann noch einen dritten Finger, der frei ist, um nochmal extra zu schießen. Deswegen bin ich meistens Einhand gefahren. Aber an und für sich eine schöne Sache hier von Wowie. Wenn man da recht günstig drankommt, kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Da werden viele kleine und große Jungs ihren Spaß mit haben. Ich verlinke euch das Produkt hier unten in der Videobeschreibung, wenn ihr selbst mal hier zum Renner werden wollt. Und dann könnt ihr hier selbst mal etwas Gas geben in dem heimischen Wohnzimmer. Übrigens hier unten, hier ist noch das Batteriefach. Einfach hier aufschrauben, rausnehmen. Viermal Doppel-A-Batterien kommen hier rein. Und On-Off-Switch und ein Sound-Lautsprecher haben wir hier auch noch. Denn ihr hört immer, wenn hier geschossen wird und andere Soundgeräusche, wenn der Gegner dann besiegt ist. Also, ein schönes Spielzeug, kann man gerne mal so machen, hat mir Freude bereitet und Louis hat auch sehr gerne zugeschaut. Das soll es gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi Apple Cat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.